Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar wird es für Naruto Ultimate Ninja Storm 4 eine neue Serie geben, die es auch schon in Naruto Storm Revolution gab, und dabei geht es um die Endlos- bzw. Infinity-Kombos. Einige der Kombos aus Revolution gibt es auch noch in Naruto Storm 4, manche wurden aber auch behoben. Auf jeden Fall werde ich euch heute die Endlos-Kombo von Sasuke The Last vorstellen. Es ist eine relativ leichte Endlos-Kombo, dennoch sollte man sie im freien Modus etwas üben, bevor man sie dann in den Online-Kämpfen benutzt. Die Endlos funktioniert mit jeder Kombo, das heißt, ihr könnt euch aussuchen, ob ihr sie mit der Neutral-, Down- oder Up-Kombo ausführt. Also sucht euch zuallererst eine Kombo aus und hittet den Gegner viermal. Dies bedeutet, ihr drückt viermal die Kreistaste. Danach seht ihr, wie der Gegner mit Hilfe des Renegans von Sasuke angezogen wird und sozusagen in eure Richtung taumelt. Nach dieser Stelle müsst ihr nun canceln bzw. müsst die Combo jetzt fortführen, und da habt ihr mehrere Möglichkeiten zur Auswahl, wie ihr diese Endlos-Combo fortführen wollt. Zum einen wartet ihr einfach, bis der Gegner angezogen wurde, und beginnt dann von vorne den Gegner zu hitten. Wobei ihr hier aber aufpassen müsst, denn falls ihr zu früh seid, beziehungsweise zu früh auf die Kreistaste drückt, dann wird die Combo bis zum Ende ausgeführt, beziehungsweise die Combo weitergehen und ihr könnt nicht mehr von vorne anfangen. Die andere Möglichkeit, die wir eher bevorzugen, ist einfach, dass ihr nach den vier Hits, beziehungsweise nachdem ihr viermal Kreis gedrückt habt, einfach cancelt, indem ihr X drückt, also indem ihr mit Sasuke The Last springt. Dann wartet ihr, bis ihr wieder auf dem Boden ankommt und könnt dann die Combo wieder von vorne beginnen. Meiner Meinung nach ist dies die leichtere und auch effektivere Möglichkeit. Aber ihr könnt natürlich ausprobieren, welche euch besser liegt. Natürlich könnt ihr die Endlos-Combo auf verschiedene Arten variieren. Zum Beispiel mit Hilfe von Items, Ninjutsus, Ultimate Jutsus, der Grab oder der Tilt. Denkt aber daran, dass ihr wirklich nur ein begrenztes Zeitfenster von wenigen Sekunden besitzt, bis der Gegner sich wieder bewegen kann. Im Anschluss darauf seht ihr auch noch, wie wir die Endlos mit Hilfe von Items, der Tilt oder dem Ultimate Jutsu verwenden. Das war's dann auch schon von diesem Naruto Storm 4 Video zur Endlos-Kombo von Sasuke The Last. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt verstanden, wie die Endlos-Kombo funktioniert. Ansonsten lasst doch einen Kommentar da oder ein Abo, falls ihr neu auf dem Kanal seid. Wir würden uns auf jeden Fall drüber freuen. Es werden auf jeden Fall noch weitere Endlos-Kombos folgen, macht euch da keine Sorgen. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit der Endlos-Kombo und deren Verwendungsmöglichkeiten. Das war's auf jeden Fall von mir, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Marutoxi. Ciao. Ugh!